Ey! Hallo? Hallo? Aua! Was macht er denn hier? Ist ja doof. Schönen guten Tag, liebe Leute. Willkommen zur nächsten Folge von Satisfactory. Ich muss mal kurz was noch loswerden. Und zwar bin ich leider schon etwas weitergekommen. Ich hatte hier eine Aufnahme gestartet. Ich bin ungefähr seit 20 Minuten schon zugange und habe schon was gebaut. Wie man da oben sieht, das ist die zweite Kupfererzmine, die ich jetzt auf die unterste Etage bringen wollte. Ich hatte aber gerade einen Speicherfreeze gehabt. Ich keine Ahnung warum, weshalb, wieso. Es ging gar nichts mehr, ich musste meine Aufnahme abbrechen, alles abbrechen und das konnte ich leider nicht mehr verwenden, weil es sich nicht mehr abspielen ließ. Und das ist natürlich jetzt schade, aber wie gesagt, für euch fehlen jetzt 20 Minuten nur. Und es ist einfach nur die Mini, die ich hier oben hingesetzt habe, die Platten hingesetzt habe und ich habe unten schon ein bisschen was angeschlossen, was verkehrt angeschlossen, das habe ich aber korrigiert. Also beim Schimpfen habt ihr dann nicht mehr mitbekommen. Man kriegt das immer mit, weil ich da geflucht habe, weil ich da was falsch gemacht habe. Gut, aber wir machen jetzt mal direkt hier weiter. Zum Glück ist es ja so, dass man... Oh, ich muss kurz in die Höhe. Zum Glück ist... Ich war so... Ist das die richtige Höhe? Oder ein höher? So würde ich sagen, ne? So, lass das mal. 1, 2, 3, 4, 5. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Also ich kann es mal ganz kurz erklären. Was ich jetzt hier vorhabe, also dieses ist ja Kupfer. Da ist oben, habe ich jetzt einen MK2 hingesetzt. 1, 2, 3, 4, 5. Und will das jetzt runterziehen nach der Etage hin, wo wir unseren zweiten Punkt machen werden für unseren Weltraumlift. Also diese elektrischen Teile da, wisst ihr? So, jetzt will ich hier entlang ziehen und können wir da hinten untergehen, glaube ich. Ne? Was ist da hinten? Jetzt muss ich kurz schauen. Hab ich, aber ich muss Beton mit. Hab ich Beton im Auto? Ja, hab ich noch. Alles gut. Ah, was ist verkehrt? Verkehrt, was ist verkehrt? Zack und zack. Der ist richtig? Ja, das ist richtig, genau. Ich muss das ja mit MK2 machen, habe ich gerade festgestellt. So. Jetzt ist richtig. So. Ah, ich habe noch Beton drin. Wusste ich es doch. So. Das müsste erreichen, diese zwei Pakete. Ich will nämlich hier vorne lang gehen und das hier schön zumachen. Fundamente. An diesem Stein hier. Soll also alles dicht sein, hier vernünftig dicht, dass dir auch ja keiner runterfallen kann, wenn man hier rum hinher rennt. So. Ich weiß natürlich, wie weit ich gehe, mal schauen. So, und da noch ein hin. Da in die Ecke auch noch, ja, wo wir auch noch mal. So, ich muss jetzt mal, ich weiß nicht, ob ich jetzt auch weit rausgucken kann. Ich, keine Ahnung, ich muss mal auf meine Füße achten, dass ich nicht runter... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich kann nicht weitergehen, das geht einfach nicht, sonst falle ich hier runter, dann bin ich tot. Ich muss mal gucken. So, aha, da ist die Plattform, alles klar. Das ist ja, wenn ich hier komplett runter... Ach so, warte, ich kann ja bis Ende hingehen, das ist ja hier unser... Ja, ja, genau. Wir können ja eigentlich bis hinten hin durchziehen, das, oh, da brauche ich auf jeden Fall noch verstärkte Platten, auf jeden Fall. Weil das muss ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja klar, das muss. Das muss auf die Plattform da drunter. Da irgendwo muss. Da in dem Bereich muss ich jetzt hin. Hier in dem Bereich, aber eine Plattform tiefer. Na, ich glaube, wir könnten doch den Weg nehmen hier. Den da. Das wir hier so. Ja, genau, das können wir machen. Wir gehen dann mal hier entlang, entlang. Und dann gehen wir da vorne runter. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall noch ein Dings mitnehmen. Verstärkte Platten, auf jeden Fall. Das ist dann so knapp. Alles, was ich mitnehmen kann. Alle nehmen. So, sortiere ich mal ganz kurz. Da haben wir auf jeden Fall genug drinne. Dann kann ich die wieder produzieren. Hm, was ist denn das für ein Zeichen da? In dem LKW, in dem... Hä? Was ist das denn jetzt?
Warum wird denn der Karton von links angezeigt? Aha. Okay, muss man nicht verstehen. Gut, wir gehen natürlich hier durch. Hier vorne. Okay, alles klar. So, wir machen hier eine Kurve. So, eins, zwei, warte mal. Ja, ist es hier? Ja, direkt daneben. Also, was habe ich jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf. 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 Halt. Ist das richtige? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann gehen wir es hier am Rand entlang. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, dann hier. 2, 3, 4, 5, ja. Und 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Und jetzt können wir hier... Warte mal, ich muss mal kurz schauen. Wir könnten auch auf dem hier gehen, klar. Richtig? Ja. So können wir gehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Warte mal. Achso, ist richtig. Ja, klar. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das müssen wir hier hinstellen. Eins, zwei, drei, vier. Ja, wir räumen direkt weg. Das ist perfekt. Setzen wir so. Dann kann der hier runtergezogen werden. Ja, ja, so machen wir es auch. Gut, 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 gut. Hier müssen wir da wieder bis ganz unten ziehen, glaube ich, weil... Oh, das wäre so eine Bauprozedur wieder. Ob das jetzt richtig war, mit diesem das zu machen, ich weiß noch nicht genau. Kann sein, dass wir den irgendwann mal wieder wegmachen müssen. Durchaus möglich. Logistik nehmen wir verdammt MK2 jetzt. Ich weiß nicht, wie wir das mit dem Öl machen. Das muss ja auch irgendwo gehen. So. So. Müssen wir das richtig gemacht? Eben schnell gucken, dass auch alles läuft. Ja, sieht gut aus. Gut, dann können wir schon mal... runterspringen kann ich hier nicht, glaube ich, ne? Nee, das würde mich dann doch wohl töten. Dann gehen wir mal... Ich lasse das Auto jetzt hier oben stehen, ich lese runter. Ich will jetzt einfach eben schnell die Leitung ziehen. Dahin, wo wir hin müssen. Ja. Oh, man könnte mal was essen. Mit dem Radar mal so ein. So. Warum hat der nicht gezählt? Jetzt aber. Daher. Ne, da müssen wir noch eine Tasche tiefer. Richtig, genau. Kann man hier runter. Ach, hier kann ich auch nicht runterspringen, ne? Aber hier geht's, ob ich. Warte mal, nee, ganz so tief, wo ich nicht gehe, genau. Was sag ich? Ah! Oh, guck mal unten. Hallo? Hallo? Aua! Was macht er denn hier? Ist ja doof.
Kommt der da oben? Ne, kommt der, glaube ich, nicht rein, ne? Der ist unterhalb von der Plattform, glaube ich, oder? Das wäre sicher gut, wenn er da reinkommen würde. Definitiv nicht. Wo muss ich denn hin? Ich muss doch noch eine Etage tiefer. Oder? Ja klar, muss ich, was ist das denn jetzt hier für eine Leitung? Ah, das Eisenerz. Ich muss da noch eine Leitung tiefer. Boah, nee. Oh, doch. Hey, kommt aber hier rein, Gott sei Dank. Gut, gut, gut. So, da muss ich hin. Wie mache ich das denn am besten? Das ist doch... Schitte. Irgendwie... Was habe ich denn hier? Nee, bin ich ja nur bis dahin gegangen. Ah, wir können aber hier tiefer gehen. Ja, wir noch gelöst können. Ah ja, da unten auf die Seite muss ich hin. Gut. Alles klar. Dann kriegen wir es ja auch hin. Dann mache ich eben wieder die Platten daraus. Einmal die. Einmal die. Einmal. Einmal die wieder nochmal raus hier. So. Und wir müssten nochmal. Warte. Muss ich kurz überlegen. Wenn ich bis da komme, kann ich da runtergehen? Nein, ich kann hier nicht runtergehen. Da musste ich. Ah, mach was anderes. Mach ich den hier hin. Dann kann ich hier. Hier auch noch nicht, weil ich kann ja gar nicht. Stopp. Dann müssen wir hier hingehen. So, dann kann ich das wieder zumachen. Dann können wir die wieder zumachen, dass wir da nicht untereinander kommen. Ich weiß nicht, ob ich von der Entfernung herkomme, hin bis dahin komme. Das wird eng. Schauen wir mal einfach. So, Wände. Soll hier nicht zu tief fallen? So, da runter kommt dann der wieder, der Träger. So, genau. Wände. Träger. Zack. Wände. Warum habe ich denn da zwei Träger gemacht? Hä? Keine Ahnung, ob das zwei Löcher gemacht habe. Das verstehe ich. Achso, halt, Quatsch. Ach ja, ich weiß warum. ich muss doch da. Und zack. So, dann können wir das ja zumachen da. Ne, lassen wir mal offen, ruhig, warte mal. Ich muss jetzt von da. Oh, wie komme ich denn jetzt da oben jetzt hin? Logistisch. Förderlift. Da haben wir einen. Gott sei Dank. Jetzt muss ich gucken, dass wir auf der Höhe kommen von dem. Ah, ich wusste es. Ich wusste es. Es reicht nicht bis dahin. Also doch hier was hinsetzen. So, Wände. Ist ja nicht schlimm. Ist ja alles noch früh genug. Zack, den da runter. So, jetzt haben wir wieder logistisch. Zack, Förderband. Von da nach da und von da nach. Na komm her, dahin. So, Fundamente. Kann da schon wieder reingesetzt werden. Kann da auch reingesetzt werden. Kann da reingesetzt werden. Und kann da gesetzt werden. Genau. Sehr schön. Gut. Puh. Jetzt müssen wir hier. Boah, das ist ein logistischer Aufwand von diesem Ding hier. Das ist ja der Wahnsinn. Zack, zack. Gehen wir hier rüber. Ich hätte den ganz gern schon hier gehabt. Können wir ja auch. Ist ja kein Problem. Weil wir ja hier. So. Ich den hier dran lang gezogen. Warte mal, ich hab den. Gib ich
denn? Ups, nicht runterfallen. Da ist der. Nee, der muss auf dieser. Okay, alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Ich darf nicht ganz so dran. Ich darf hier das zu nah, da muss ich die Ebene machen. Okay. Zack. So, jetzt wollen wir mal schauen. Ah, wir können das so durch drüber ziehen. Das ist kein Problem, glaube ich. Und da nach da. Oder? Muss ich erst so einen Bogen machen hier. Dann. Eins, zwei. Ich sag, wir hätten eh schräg. Also von daher können wir es auch so machen. Zack. Das ist jetzt nicht so tragisch. Gut. So, eine Etage tiefer gehen. Oh, warte mal, eine Etage tiefer. Das ist dann aber. So, und wenn ich das Video beendet habe, hole ich mein Auto wieder. Ich renne jetzt hier die ganze Weg wieder hoch, um das Auto zu holen. Das meine ich hier nicht während des Videos. Dann nehmen wir die Abkürzung hier. Noch können wir hier durchlaufen. Zack. So, und da hinten haben wir den. Ja klar, da hinten kommen wir ja raus, ne? Genau. Das ist ja noch besser. Das ist ja noch geiler da hinten. Weil da kann ich hier hinten die Sachen bauen. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Wo war. Da hinten ist er doch. Unser Freund. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Keine Zeit für dich. Tut mir leid. So. Zack. Jetzt ziehen wir uns dann jetzt hier runter. Mal hier hin. Genau. Perfekt. Gut. Und dann machen wir uns erstmal jetzt. Ich muss gucken, wie wir es am besten machen. Ich hätte auch in die Richtung machen sollen, glaube ich. Wir müssen das hier verlegen. Das muss geändert werden. Das hier komplett. Das passt so nicht mehr. Weil wir hier etwas anders machen müssen. Das muss. Wahrscheinlich muss das weg. Wir haben jetzt 100. Wir kommen jetzt mit 120 hier runter. Jetzt muss ich mir schnell noch einen Dings aufbauen. Produktion. Einen Schmelzofen. So. Der soll mit Kupfer machen. Was braucht er dafür? 30 Erz pro Minute. Das heißt, ich kann 4 Stück anbringen. Schon mal. Bei dem 120er. Das ist gut, weil wir brauchen zweimal. Shit. Ich muss den direkt schneller machen. Auf 240 direkt. Das bringt mir nichts mit 120. Weil ich brauche ja für Statoren brauche ich Kupfer. Badam, bam, bam. Ja, oh, das ist hier so Kuddelmuddel gebaut. Das ist. Das ist manchmal nicht einfach hier, wirklich. Verdammt nochmal. Die müsste ich dann hier rüberkommen lassen. Die beiden Kupferleitungen hier. Eine wird dann direkt da reingeschossen und die andere muss dann da hinten irgendwie runtergehen, dann später. Dann okay, das könnte ich lösen. Das wäre, glaube ich, kein Problem, das zu lösen. Was hat der denn für Kabel? Okay, das ist dieses hier. Das kann erstmal weg. Den mache ich mal kurz weg. Wir legen den mal ganz kurz woanders rüber. Wir legen den mal hier hin. So, und kann dann der angeschlossen werden wieder, so, dass er wieder angeschlossen ist. Ich muss mich hier zwei Dings zwischen machen. Zwei Manufakturen noch. Ich hoffe, dass ich die hier versetzen kann. Ja, ich habe nur Sachen. Nein, mir fehlt Kabel. Aber ist ja kein Problem, habe ich ja hier Kabel. Ich bin ja hier schon fertig. Woher? Da kommst du schneller hier. So, bisschen zack, 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 her. So, da können wir schon mal zwei. Na komm her. Na, da können wir zwei bauen. So richtig, braucht doch für Statoren brauche ich die Stangen hier, richtig? Nicht, dass ich hier was verkehrt mache. Genau, Stahlrohre und dann brauche ich 22,5 Stahlrohre brauche. Das heißt, ich glaube, dann sind wir hier richtig, glaube ich, hier mit 20. Ja, ja. Warte mal ganz kurz, jetzt habe ich das Problem. Ah, doch, ist richtig. Einmal der und. Hä? Nee, das ist nicht. Was hab ich denn hier? Achso, ich krieg von da auch noch rüber. Alles klar, okay. Okay, dann sind wir alle miteinander verbunden. Okay, alles klar. Gut, cool. Die drei.
Haben wir noch ein bisschen geteilt. Ist nicht schlimm, weil der braucht, glaube ich, nicht so viel, ne? Der hat doch viel, aber ne, das hat er gelassen. Ja, geht, geht, geht. Müssen wir uns mal überlegen, was wir dann machen. Ob wir dann noch einen. Vielleicht dann hier noch einen dritten zulegen, weil der geht raus hier, ne? Ja. Oder geht der rein? Ne, der geht da rein. Wir könnten uns sogar den dritten noch zulegen mit Stahlrohren. Halbstahl. Wieso kommen hier keine Dings mehr rein? Kein Power? Hä? Warum hat denn der kein Power? Na egal. Das soll mich jetzt nicht gerade stören. Gut, dann müssen wir uns jetzt hier zwei hinsetzen. Zwei Manufaktoren. Am besten auf der Linie von denen da. Am besten wäre das, glaube ich. Das heißt, das muss ich kurz gucken, dass ich hier auf diese Höhe ungefähr komme. So. So. Ein hier hin. Und ein auf der Höhe. So, dahin. Genau. Man hätte sogar noch ein bisschen weiter rausrücken können. Aber es, so ist okay. Weil ich natürlich jetzt hier. Ich baue das schon mal soweit fertig. Der soll da rein. Genau. Und du sollst, wenn es eben geht, da rein. So rein. Genau. So, da habe ich nämlich hier ein bisschen Luft zwischen. Dass ich den eventuell hier mit so einem Bogen da reingehen lassen kann. Weil der kann direkt da unten reingehen, aber der muss mit dem Bogen hier rein wahrscheinlich. Mit dem Draht. Mit dem Kupfer. Der soll uns ja jetzt die Statoren machen. Genau. Der Stator und deren Stator. So. Habe ich jetzt gemacht. Kommt 15 Statoren raus. Was brauche ich denn an Statoren hier? 2,5. Ah, das ist ja. Aber viel zu viele. Da würde ja einer reichen. Ist doch ehrlich, dass diese wer hat denn die aus euch denn diese Zahlen einfallen lassen? Davon brauche ich nur einen, aber von dem Kalo brauche ich drei Stück, um den zu bestücken. Was ist das denn für ein Blödsinn? Da führen wir die zusammen hier, fertig. Da kommt ein Dings dazwischen. Ne, brauchen wir. Ach, auch Blödsinn. Aber ich würde schon ganz gerne mit dem Dings arbeiten, mit einem. Ne, wir gehen direkt da rein. Da können wir so hier auch noch 100 Stück, wenn wir sie mal irgendwo brauchen, können wir sie direkt hier rausklauen. So, du gehst da rein. Zack. Und du sollst dann da reingehen. So ist das richtig. So soll das sein. So. Ja, hier wird das echt noch problematisch. Den muss ich wieder wegsetzen. Der muss wieder weg. Weil, dann stelle ich mal hier vorne hin. Kannst jetzt hier Strom kriegen. So. Welche da die Leitung drüberlegen muss. Das wird echt noch lustig hier. Auf jeden Fall kann ich euch jetzt schon sagen. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert, wie ich das vorhabe. Und zwar wollte ich das so machen, dass ich. Jetzt muss ich mal kurz auf Logistik gehen, weil bevor ich weiterbaue, muss ich das mal testen. Oha. Oha. Weiß gar nicht, ob wir hier. Ich glaube, es geht nicht, was ich vorhabe. Also das mag vielleicht funktionieren. Ja, das geht, aber dann hatte ich vor, den. Da, oh, das geht doch. Okay, das ist der erste. So, dann geht das vielleicht auch mit dem hier. Warte mal. Wir gehen auf dieselbe Höhe haben, also so, und dann. Zack. Kann ich den von da oben hier runterziehen. Das geht, und dann da rein. Ja, perfekt. Ne, der schräg. Das ist nicht gut. Da muss noch einer vorne. Du musst auf die Kante hier. Alles klar. Dann mache ich den einfach so weg. Aber so geht das ja. Perfekt. Das ist gut. So. Fördermast. Hier hin. So. Drei. Du von da oben. Zack. Hier hin. Und dann. Jetzt geht es nicht mehr. Ach. Doof, Mann. Den gerade. Hä? Der zwei dahin gemacht. So, hallo? So, jetzt ist richtig. Ich denke gerade, warum denn zu steil? Ich ging nur gerade noch.
Ja, das ist doch gut. Dann haben wir, dann ist alles in Ordnung. Dann habe ich nichts gesagt. Dann können wir es so wenig so machen. Dann haben wir die Anschlüsse schon mal geschlossen, gestellt. Gemacht, getan. Da setzen wir den auch drauf hier. So. Natürlich auch eben von da rüber ziehen nach dahin, dass wir hier schon mal so. Dann haben wir mal alles fertig. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Gut. Dann, ich denke mal, dass wir von hier aus, von hier drüben kommen werden. Ja. Dass wir die Leitung hier hinten erlegen. Gehe ich mal von aus. So. Das Problem, was wir jetzt mal noch haben, ist natürlich halt. Ich brauche 6 Stück. Ich brauche also die 240er jetzt hier hin. Nützt nichts. Ich brauche die 240er Leitung. Und natürlich auch die 240er Bahn. Das heißt, ich brauche ganz viele. Stahlbarren. Gut. Also ich werde jetzt mal alle an Strom setzen. Nicht Stahlbarren, Stahlträger brauche ich ganz viele. Dass wir den Stahlträger zusammenkriegen, dass ich die einfach rausmupsen kann. So, hier mal rüber springen. Zack. So. Der hatte noch was frei. Der auch noch, ne? Ja. Da ist nichts dran, ne? Der ist voll. Ah, der ist schon angeschlossen, aber der noch nicht. So. Dann tun wir den auch mal anschließen. Zack. Das ist alle angeschlossen, richtig? Ja, normalerweise schon. Jetzt gehen wir kurz rüber. Okay, ich habe keinen Stromverlust. Das ist schon mal gut. Ich laufe alles weiter. Du machst. Ja, Stahlträger. Das ist nett. Notiere ich mal ganz kurz. In einer Kugel und ich schmeiß sie raus. Das brauche ich nicht hier, die brauche ich nicht hier behalten, die eine Kugel. Das ist ja Blödsinn. Und die zwei Stangen, die schmeiße ich mal kurz irgendwo rein hier, warte mal. Da haben sie irgendwo Platz für. Irgendwo werden wir die zwei Stangen reinkriegen, oder? Haha, wäre gelacht, wenn nicht, halt. Da ist auch von der Stahlträger drin, die habe ich auch schon mal mit raus. Der wahrscheinlich auch von der Stahlträger drin, richtig? Jawohl, nehmen wir auch schon mal mit raus. Mal 300. Sonst sind so zwei Stahlträger drin, das ist nix. Hier. Der pulsiert gerade, alles klar. Der muss aber voll fahren wieder nach vorne. Was kann ich mit 300 denn machen? Ja, nicht viel, glaube ich. Vielleicht kriege ich vielleicht die oberste Bahn fertig. Okay, liebe Leute, ich werde diese Folge mal verkürzen. Ich lasse mal ein bisschen laufen, dass ich jetzt hier die Stahlträger zusammenkriege und werde dann das Band schon mal außerhalb des Videos als Stahlträger machen. Dass wir dann, wenn wir wieder hier reinkommen und hier unten sind, nachher in der nächsten Folge sind wir wieder hier unten, aber dann habe ich schon die Bahn auf die 240 gestellt, dass das richtig schnell ankommt und dass wir unten sofort anfangen können, 6 Schmelzen bauen und 6 Konstrukteure und dann halt eben 2-mal Kupferdraht und 1-mal Kupferkabel. Also wir müssen ja 3-mal Kupferdraht machen, aus dem einen haben wir dann noch Kupferkabel und führen den dann zu diesem rüber. Und dann können wir die beiden anschließen. Also der ist ja schon angeschlossen, aber dann kommt dann alles richtig raus. Wir haben dann die Toren, das kommt dann hier rein und dann müsste das eigentlich laufen, dass wir dann in der nächsten Folge Teil 2 fertig kriegen für unseren Weltraumlift. Und zwar keine Ahnung, wie hießen die Dinger nochmal? Automatische Verkabelung, genau. Die machen wir dann damit fertig. Ja, ne? Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, es gefällt euch weiterhin. Bis dann. Tschüss.